Der FC Köln ist in der närrischen Jahreszeit zu Gast und da gibt sich das Dortmunder Karnevalsprinzenpaar natürlich die Ehre. Vor dem Spiel werden Orden und Küsschen verteilt, in den folgenden 90 Minuten aber statt Kamelle ordentlich Kasala. Es sind noch keine 2 Minuten gespielt, da bittet Marcel Raducanu Gegenspieler Prestin zum Tänzchen. Jürgen Wegmann vollendet artistisch. Der so gern zitierte Auftakt nach Maß. 6 Minuten später, wieder Flanke Raducanu, wieder Kopfball Wegmann, wieder Tor. 17.500 Fans bejubeln ein 2:0 zur Pause. Halbzeit 2, Raducanu erneut am ruhenden Ball und das lange Bein von Ralf Lohse bringt die Vorentscheidung. In Minute 66 heißt es dann De Zoch Kütt. Frank Pagelsdorf und sein vorgezogener Rosenmontagsumzug über das Spielfeld zum 4:0. Die schwarz-gelben Jecken sind außer sich. Der Kölner Ehrentreffer durch Gielchen ebenfalls sehenswert, das müssen wir zugeben. Den Schlusspunkt setzt dann aber der Mann des Tages. Nach Flanke von Lohse schnürt Jürgen Wegmann seinen Kopfball-Dreierpack zum 5:1 Endstand. Borussia erlaubt.